Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Transient World 5, der Dennis spielt das hier auf dem PC. Wir befinden uns hier auf der Strecke Rapid Transit und wir haben heute die Aufgabe, diesen Fernzug ICE3 Modzug von Leipzig Hauptbahnhof Tief bis zum Endbahnhof nach Dessau zu fahren. Also einmal komplett über die ganze Karte, 56 Kilometer. Und ich habe mir gedacht, dafür nehmen wir einfach mal den Dreier ICE. Bietet sich doch an, hier mal komplett über die ganze Strecke zu fahren. Ich war schon ewig nicht mehr auf der Strecke, muss ich ganz ehrlich sagen. Umso mehr freue ich mich, endlich mal wieder hier zu sein, und die ganze Strecke zu fahren. Ja, ich würde sagen, das machen wir, lassen die Fahrgäste zusteigen. Natürlich mussten wir den Zug spawnen, weil den kann man hier nicht offiziell auswählen auf diesem Fahrplan oder auf dieser Strecke im Originalfahrplan. Und deswegen mussten wir leider Zug spawnen, aber das ist, glaube ich, jetzt auch nicht so tragisch. Ja. So, also es ist der Leipziger Hauptbahnhof hier. Hier soll es eigentlich oberirdisch sein. Schade, dass das nicht dargestellt wurde. Also das ist der oberirdische Teil des Leipziger Hauptbahnhofs. Und wie gesagt, leider wurde das nicht dargestellt. Die Schienen sind zwar gelegt, mehr oder weniger, aber das Ganze wurde leider nicht dargestellt. Genau, wir können ja mal, wenn das überhaupt möglich ist, hier zu Fuß hinzugehen, hier mal einen Zug hinspawnen und dann vielleicht mal den oberirdischen Teil erkunden, weil der Leipziger Hauptbahnhof ist wirklich ein wunderschöner Bahnhof. Das kann ich einfach euch nur versprechen. Ich war selber live da und muss ganz ehrlich sagen, es ist wirklich ein sehr schöner Bahnhof. Deswegen, also es wäre eigentlich schön, wenn man hier oberirdisch auch irgendwie mal was darstellen würde und man hier fahren könnte. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, sind die Gleise hier sehr schmal. Oder meine ich das nur? Kommt mir auf jeden Fall so vor. Ja, weiter kann ich auch schon gar nicht mehr gehen. Also es wäre auf jeden Fall mega, wenn man das Ganze hier mal so bisschen mehr mit Leben füllt. Also es sind ja Gleise gelegt. Es ist ja durchaus befahrbar, ne? Ich will ja jetzt nicht sagen, dass hier irgendwie alles nicht ist, aber ja, man sollte hier mal ein bisschen mehr Leben einhauen. Vielleicht kommt das irgendwann mit einem Update, dass hier auch oberirdisch gefahren werden kann. Leipzig-Berlin zum Beispiel wäre doch eine Option oder sowas in der Richtung. Leipzig-Dresden, all diese Dinge. Da könnte man auch Dresden-Chemnitz, Nahverkehr Dresden mit der Rapid Transit Strecke verbinden und dann eine Direktverbindung von Leipzig nach Dresden legen. Das wäre doch auf jeden Fall mal eine Option, würde ich sagen. Und ja, auf jeden Fall wäre das schön, wenn man hier mal den oberirdischen Teil auch mit Leben füllt und das Ganze befahren könnte. Das wäre auf jeden Fall mein Wunsch. Ja, nichtsdestotrotz gehen wir jetzt mal wieder in den Untergrund, würde ich sagen. Und kümmern uns darum, dass wir hier abfahren, schließen die Türen und dann setzen wir uns auch in Bewegung. Zack, so, Bremsen sind gelöst, AFBs gesetzt, Zugsicherungssysteme sind gesetzt. Dann würde ich sagen, auf geht's! So, können Sie befreien. Bleiben nach wie vor bei 40, weil ihr seht es vielleicht, wir haben ein gelbes Vorsignal und das zieht ja in der Regel noch ein rotes Hauptsignal nach sich, wo wir dann eher unter 45 sein müssen. Deswegen bietet sich das an. Die PZB sagt es auch. Also warten wir mal ab jetzt, was da passiert. Sind auf jeden Fall die SIFA.
raus aus dem Tunnel. Da hinten ist der oberirdische Teil, was ich euch gesagt habe, wo wir gerade waren. Das wäre natürlich mega, wenn wir da auch da mal abfahren könnten in verschiedene Richtungen, zum Beispiel nach Dresden oder Berlin oder. Also das wäre auf jeden Fall mal sehr, sehr schön. Ja. Vielleicht kommt das noch irgendwann. Ich weiß es nicht, was die nächsten Roadmaps so anbelangt. Kann ich euch natürlich noch nicht sagen, aber wir werden sehen, dass wir dann vielleicht hier auch von den oberirdischen Teil in Leipzig abfahren können und ankommen können in verschiedene Richtungen, zum Beispiel, wie gesagt, nach Dresden, Berlin und solche Sachen. So, da kommt das rote Hauptsignal. Kurz nach dem kleinen Bahnhof wieder rot. Was wie gesagt daran liegt, weil wir uns ja hier natürlich mit dem gesporten Zug in den fließenden Verkehr einfädeln. Und da ist das gang und gäbe, dass es immer mal wieder rote Signale gibt, weil natürlich der KI-Verkehr sich dort auf den Gleisabschnitten befindet. Ja, weil wir ja mitten hier in den Fahrplan eingreifen eigentlich mit unserem gesporten Zug. Halten wir hier mal, da können wir ja auch nutzen, hier noch die Türen zu öffnen. Das wäre doch auch eine Möglichkeit, die wir eh halten müssen. Dann passt das doch. Schauen wir gleich mal, was der Grund dafür ist, warum wir hier rot haben. Leipzig Nord. So, wir können ja mal kurz die Türen öffnen. Dann gehen wir mal auf die Karte und schauen mal, weswegen wir hier rot haben. Sehen tue ich jetzt im Moment aktuell noch nichts, was uns da irgendwie behindern könnte. Ist das der hier? Nee, der steht auf dem Abstellgleis. Der behindert uns nicht. Da kommt was. Das ist der Grund. Leipzig-Connewitz, das ist. Ja, der wird ja wohl gleich verschwinden von unserem Fahrweg. Dann warten wir einfach mal, bis der da gleich auftaucht. So lange stehen wir halt und haben Aufenthalt am Leipzig in, oder am Bahnhof Leipzig Nord. Die S6 möchte ich um 8:13 Uhr abfahren. Leipzig Messe. Ich hoffe ja nicht, dass das jetzt der ist, wenn es hier steht hier. Ist der denn jetzt abgeblieben? Der steht da. Fährt weiter auf jeden Fall.
ist Leipzig-Messe. Was hat der denn für ein Ziel überhaupt? Leipzig-Könnewitz. Ach, scheiße. Bei Stoppanweisung angekommen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall den im Weg. Dann werden wir den mal entfernen müssen. Sonst kommen wir hier nicht weiter. Sonst kommen wir hier nicht weiter. So. Ausfahrt. So. So, wir haben uns ja befreit, dann können wir auch aufschalten. So, nächster Halt Dessau Hauptbahnhof. So, dann fahren wir hier schön über die Strecke Rapid Transit. Wie gesagt, es wäre natürlich schön, wenn das Ganze dann auch mal oberirdisch stattfindet und wir dann bis Berlin oder Dresden fahren können, wenn der zum Beispiel die Strecke Nahverkehr Dresden mit Leipzig verbunden wird. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Schön.
Wunderschön. Wunderschön. Fahren wir schön in Doppeltraktion. Was ist jetzt los? Kleiner Hänger. Überall hier die Windräder, die alle stillstehen. Ihr seht das? Da ist nicht eins, was sich dreht. Wir sind alle am komplett still. Also, Wahnsinn, habe ich so auch noch nicht gesehen. Weiß gar nicht, sind die animiert? Drehen die sich eigentlich? Oder ist das jetzt, stehen die einfach nur da und bewegen sich nicht? Ich habe da noch nie so drauf geachtet, muss ich ehrlich sagen. Schade, dass hier so wenig KI-Verkehr unterwegs ist im Moment. Aber das lässt sich leider nicht ändern. Vielleicht gibt sich das ja noch auf der Fahrt weiter. So, nach wie vor zeigt uns die LCB 0 an. So, nach wie vor nicht zu sehen von irgendeinem roten Signal oder so. Naja, schauen wir mal, warten wir einfach mal ab, würde ich sagen. Schade, dass hier so wenig KI-Verkehr ist. Aktuell. Ich weiß nicht, ob sich das nochmal ändert. Normalerweise habe ich alle passenden DLCs, die dazu notwendig sind, installiert. Aber naja. Muss ich vielleicht nochmal nachschauen, ob da irgendwas fehlt. Oder woran das liegt. Aber dass hier so gar nichts los ist, das wundert mich doch ein wenig.
Naja, es ist leider gerade nicht zu ändern. Ich hoffe, ihr habt da jetzt nicht ein allzu großes Problem damit. Wie gesagt, ich kann es leider gerade nicht ändern in dem Augenblick. Alles leer. Das ist doch Wahnsinn. Und ein rotes Signal. Endlich mal KI-Verkehr. Wahnsinn, ein RE.
Ach, fällt mir doch gleich die Controller weg. So, können wir auf 60 beschleunigen. Wacht doch so langsam der KI-Verkehr auf. So, nachdem die erste Zeit überhaupt nichts passiert ist, an KI-Verkehr und so weiter und so fort und rote Hauptsignale, nimmt das gerade deutlich zu. So, dann halten wir hier mal wieder.
So, ganz kurz schauen, was da hinten für ein Bahnhof war. Das würde mich jetzt doch mal interessieren. Das ist Wolfen. Ah, sehr schön. So, wir können ja mal kurz schauen, warum wir hier rot haben. So. Gute Frage. Warum wir rot haben. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. Aktuell ist mir das ein wenig schleierhaft. Jetzt nichts. Ah, da fährt ein Zug. Deswegen. Wir haben auch wieder grün. So, weiter geht's. So langsam kommt dann der KI-Verkehr hier in Schwung. Wir waren wahrscheinlich noch etwas zu früh unterwegs. Ich denke mal, wenn ich um 10 Uhr losgefahren wäre, dann hätten wir viel mehr erlebt. Aber ja, so ist das nun mal.
Ups, da kommt es ja schon. Ein bisschen verschlafen. Sonst kommen wir hier einfach nicht weiter. Der hält uns die ganze Zeit auf. So, das sind noch 12 Kilometer bis Dessau. Schöne Strecke, das kann man gar nicht anders sagen. Also hier ist viel
Nahverkehr unterwegs, also Fernverkehr habe ich jetzt so noch gar nicht gesehen, aber ist jetzt auch nicht so tragisch. Sehr, sehr schön. So, viel schneller als 120 werden wir wahrscheinlich nicht mehr fahren jetzt. Ist jetzt aber auch nicht weiter tragisch. Gleich geschafft. So, dann haben wir uns jetzt vorzubereiten darauf, dass wir unter 85 fahren und so weiter. Fahren wir in Dessau ein. Sehr, sehr schön.
Gleis 2. So, wir entriegeln rechts die Türen. Oder war das jetzt falsch? Ja, war falsch. So. So war das. So, das war unsere Fahrt mit dem Mod ICE3 auf der Strecke Rapid Transit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist die S2 nach Leipzig-Connewitz. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht ihr mal gar nichts. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit. Habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Euer der Dennis Spieters. Haut rein. Ciao, Servus. Tschüss.